Du wirst gewinnen! Du wirst gewinnen! Oh Gott! Du wirst gewinnen! Du wirst gewinnen! Du wirst gewinnen! Verfickte Scheiße! Und wir haben ein Finale! Mitkommen! Ja! Mitkommen! Nehmt eure Hände nach unten und kämpft gegeneinander, der Gewinner. Bei Streifenwagen. Das Abhauen. Das Abhauen. Bei Streifenwagen wurde das Abhauen. Ich will einen Hahnkampf veranstalten. Nee, das macht ja. Ja, theoretisch könnten wir uns einfach irgendwie 10 Geiseln nehmen und lassen sie gegeneinander kämpfen. So ein Käfig. Oh, ja! Ja! Ja, stopp, hört mir zu. Ey, das ist eine Idee, Alter. Wir machen Gruppen. Wir machen immer Zweiergruppen. Jeder schnappt sich eine Geisel. Wir treffen uns an diesem Käfig und lassen die gegeneinander kämpfen. Ja, das Royal Rumble-mäßig. Ja, so. Ja, Mann. Ja. Ja. Und der Gewinner kommt frei, Digga. Komm, der Gewinner kommt frei, Digga. Das ist krank, Alter. Irgendwie ist das krank, aber es ist geil. Ja, pass auf, ey. Warte mal ganz kurz. Was ist mit dem Platz, den du mir letztens gezeigt hast? Boah, könnt ihr auf jeden Fall schon warte mal, bitte. Wir brauchen bitte einen ordentlichen Platz. Lasst euch jetzt einen Platz einfallen, an dem wir... Elektrizitätswerk. Nein. Ah, nee, ja. Da kann man nicht parken. Da kann man nicht parken. Ja, warum nehmen wir nicht einfach Box weit oben? Das erwartet niemand. Das muss doch irgendwo sein, wo wir nicht über die Grenze müssen, ne? Ja. Dann lass das doch um auf diesem komischen Reha-Zentrum-Gelände. So, da ist genug Platz. Oder Metzgerei. Ja. Da ist aber nicht genug Platz. Ja, da habe ich Platzangst. Geiselname ist direkt Metzgerei, erste Stelle. Ja, okay. Oder die Hühnerfarm oben im Palais. Naja, die Geiseln nehmen wir ja ohne, dass es jemand mitkriegt. Oder wir holen es nördlich der Grenze. Wir holen uns irgendwie, keine Ahnung, beim Handfeld. Ja, die Pferderennbahn. Gehen wir zu Mine. Mine ist full. Pferderennbahn ist nicht schlecht, da wo wir letztes Mal gekämpft haben. Aber das ist nicht, wo sie eingefercht kämpfen können. Der Käfig ist schon geil. Sollt ihr rennen? Ja, aber Leute, ja, dann lass doch zum Käfig, wenn die Ops kommen. Ja, dann lass los. Guck mal, wollen wir Teams machen und jedes Team hat einen Kämpfer? Aber am Geiz? Ja, wir machen Teams und wir haben Kämpfer! Jeder sucht sich seinen eigenen Kämpfer. Geil, Digga. Jeder sucht sich auch einen eigenen Kämpfer. Ja, aber es geht nicht auf. Wir sind 5x2. Nein, die Teams machen es hintereinander weg. Es sind Dreierteams. Zwei, was? Dreierteams. Wir sind 8 Leute, wir machen Dreierteams. Ja, mach doch Zweierteams, dann hast du 4 Personen. Wir sind 10. Also erstmal sind wir 10. Ja, ohne Candy sind wir 9. Leute, Dreierteams. Dann sind wir 10, sind wir 9, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, 3. Das ist doch ganz einfach. Ein Team machen, Nero, Jan und ich. Komm schon mal her. Wir nehmen auf jeden Fall mit dem Team. Wir sind ja, wissen wir. Wir nehmen den Sultan. Kann ich mitmachen. Andy ist Unicorn. Ja, dann helft euch was her. Ja, Gude, komm du dann zu uns, dann... Ja, wir suchen uns einen Kämpfer. Warte mal, ey. Beeilt euch einfach und dann treffen wir uns bei Dings. Ja, aber jetzt stopp. Also das heißt, einer kämpft gegen einen und dann der... Nein, der alle drei zusammen Royal Rumble. Ja. Okay. So, Herbert. Ist Full House. In dem Laser. In dem Laser. Steht er da? Ja, der steht oben. Den können wir aber hier nicht nehmen. Beziehungsweise ich sehe. Ja, das sieht auch aus. Boah, der Raum ist hier so full. Ja, wie kriegen wir ihn da weg? Könnt ihr ihn anrufen und sagen, lass mal kurz zu den Herren, der weiß aber, dass du es bist. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, bestimmt. Wo bist du gerade? In Palito Bay. Och, warum? Wegen Aurora, weil die hier arbeitet. Kannst du Johnny anrufen und sagen, du musst dich ganz dringend mit ihm treffen und er soll irgendwo hinkommen und er muss nur wegfahren vom Park, damit wir ihn entführen können. Okay. Wir sehen ihn am Park. Fahr mal bitte da wieder hin, dass wir ihn sehen. Dann nehmen wir ihn safe mit. Er muss nur losfahren. Das ist nur losfahren ist wichtig. Er wird nicht auf dich kommen. Es geht nur darum, dass er vom Park sich wegbewegt. Ja. Okay. Ich probiere es mal. Ich warte noch nicht. Warte, bleib mal dran. Mein Fahrer ist gerade sehr langsam und komisch, wie er fährt. So, jetzt. Warte ganz kurz, Aurora. Ich leg jetzt auf, fahr rein. Okay. Jetzt musst du Laser jetzt im Blick behalten. Siehst du ihn? Nö. Ich auch nicht. Ja, doch. Sicher, dass du ihn siehst? Ich glaube nicht. Halt auf der Bankseite. Aber hier ist es so auffällig. Halt auf der Bankseite. Wir machen was für eine Bankseite? Hier. Wo die Bank ist. Auf der Seite, wo die Bank ist. Willst du hier stehen bleiben kurz. Ja, okay. Nur gucken, wo er ist. Okay. Was er tut. Werde ich. Und wenn ein komisches Auto kommt, dann haben wir ab. Für welchen? Fahr hinten rein. Nein. Fahr hinten rein. Hält nicht auf. Fahr hinten rein. Meinst du den? Nee, die rennen geradeaus. Leg mal auf. Konzentrier dich. Rechts und dann wieder links. Und da ist er. Wir haben ihn. Links. Ja, Bro, hier ist so auffällig, das Park, Bruder. Chill. Die werden jetzt nach links reinlaufen.
Ja gut, ich leg kurz auf, ich muss kurz zwei Leute aufs nehmen. Und jetzt. Hände hoch, beide, nehmt eure Hände hoch. Keiner von euch zieht eine Waffe. Beide Hände hoch. Okay. Warte. Glockenkopf, komm zu mir. Geradeaus durchlaufen. Du musst dir dein Handy wegnehmen aus dem Sicherheitsraum. Bleib stehen. Bleib einfach bewaffnet? Stehen. Bist du bewaffnet? Ja. Ich ja. Gibst du mir bitte deine Waffe? Ja, warte kurz. Schnell. Ja, ich beeil mich. Danke. Entwaffne den und nimm ihm sein Handy weg. Hab ich schon. Steck beide. Kannst du mich richtig suchen, beide warte. Hinten in den Sultan einsteigen. Danke. Ja, okay. Dann willst bitte du auch in den Sultan. Munition? Nein, brauche ich nicht. Bitte in den Sultan steigen. Andere Seite. Andere Seite. Er soll hinten, hinten links. Steig bitte ein. Achte darauf, dass sie hinten keine Faxen machen, ne? Merci. Warte, ich nehme meinen Schnürsenkel und binde die aneinander. Bitte einmal jeder den rechten und den linken Arm in die Mitte halten. Ja. Merci. Und fest. Führst du die Herren bitte? Nochmal. Einmal zu meiner linken aussteigen. So. Helft dir mal. Halt dich einmal mal. Die müssen beide auf einer Seite raus. Die sind fest aneinander. So. Ja. Ich und lappa. Ja, du hast halt als jemand, der du hast als Crime Layer gar nichts, um irgendjemanden bewegungsunfähig zu machen. Und wir haben es leider zu oft, dass die Leute wegrennen, deswegen machst du sowas dann auch. Wir forcen die auch nicht mit irgendwelchen erfundenen Handschellen, sondern es sind nur Schnürsenkel und die andere Hand ist auch frei. Theoretisch könnten sie sich befreien. Versteht ihr, was ich meine? Da müssen sie halt nur selber drauf kommen. Ja, das ist natürlich gut für und dich. Und ich sehe geil aus. Ja, aber gegen die anderen noch nicht. Und ich kämpfe nicht gegen eine Frau, hallo? Aber siehst du, ja, sieht das hier aus wie wünscht dir was oder wieso ist das? Das ist Ivory, kämpfen da mit Zicky, die boxt euch beide kaputt. Boxt euch beide kaputt. Aber ja, sowas von. Asla. Ja. Deswegen. Dann führt ihr doch schon mal alle vier rein. Habt ihr wirklich keinen Verbandskampf? Ach so, ja, ich hab dir doch. Ich hab dir doch eingeholt. Komm mal mit mir, ich nehme dich mal. Okay. Ja, dein Name. Vadim. Enttäusch mich nicht, Mann, mit den roten Haaren. Enttäusch mich nicht. Ich will, dass du hier den besten Feind hast. Ich bin armes Würstchen in der Hose der Gesellschaft. Ich kann gar nichts außer irgendwelche fremde Schwänze für $50 lutschen, bitte. Ich will nicht. Geil. Ich bin ein Nichts und ein Niemand. Du bist der Kämpfer der Nation. Du wirst heute gewinnen. Du wirst gewinnen. Du wirst gewinnen! Verfickte Scheiße nochmal! Du wirst gewinnen! Du wirst erst die Frau zerfetzen und dann alle anderen! Auch deinen eigenen Freund wirst du den Hals beißen! Ja, richtig! Ja, und dann richtig! In den Sack. Geh schon mal in deine Ecke und mach dich warm, los! In welche denn? In eine! Kollege! Ja? Also, um das ein bisschen spannend zu machen, jeder setzt mindestens $1000. Ist ein Kopf? Gewinner kriegt jedes alles. Team. Ist ein Kopf. Jedes Team setzt $1000. Ja. Der Gewinner kriegt alles. Ja, wir müssen aber noch auf alle warten, dass alle da sind. Ja, klar. Machen wir. Aber ihr seid leider im Vorteil. Das ist scheiße. Kommst du zum Boxen? Es fehlen noch welche und du hast gerade den Namen gedroppt, ne? Okay, hab ich ja, wir haben nämlich doch, einen. Hast du. Nein, doch, du hast voller Geisel Levin gesagt, schon daneben. Da war er doch nicht da. Ja, wenn du das sagst. Ja, lass die bei uns. Ja, der war außer Reichweite. Nein. Solange sie nicht hier rumfahren, ist alles gut. Ja, wie gesagt, also, wir sind alle am Boxring. Ich glaube, du kannst es. Wirklich, ich glaube, du kannst es. Außerdem hast du so diesen Viber-Bonus, weißt du? Du bist es. Du bist es. Wusstest du eigentlich, dass die beiden Typen einen Dreier mit deiner Ex-Freundin hatten? Scheiße, was? Ah, ja. Gut. So, und auch für euch, Jungs. Lass mich nur kurz in den Power-Modus gehen. Scheiße, mein Yin und Yang sind voll auf einer Ebene, ich fick euch! Die Zuschauer sind doch noch gar nicht da. Hier hast du dein Dings. Also wie gesagt, regeln nur Fäuste. Und hier hast du noch was zu trinken. Alles klar, vielen Dank. Hast du Interesse zuzuschauen? Wir haben vier Leute als Geisel genommen, die wir gegeneinander antreten lassen. Jeder von uns hat ein Team und ihr könntet als Zuschauer kommen im Käfig. Ich müsst euch nur beeilen. Jetzt. Die stehen schon im Ring. Wie viele können kommen? Nein, vier Leute, die wir als Geisel genommen haben, werden jetzt hier kämpfen. Also ihr müsst mit Masken kommen. Okay. Ihr seid nur Zuschauer. Wir warten noch so 5 Minuten, können wir noch warten.
Undercover-Klamotten, schwarze Autos ohne Kennzeichen. Wir gucken uns jetzt einen Kampf an. Frank hat Geiseln genommen. Keine Namen dürfen hier genannt werden und so weiter, ne? Die kämpfen jetzt. Ruhe, keine Namen. Im Käfig, kommt einfach jetzt her. Genau, wir kommen. Let's go. Ich fahr los. Okay, bis gleich. Tschüss. Dehn dich, Junge. Weißt du was? Den habe ich mit seiner Freundin getan. Und er mit deiner Ex mehrfach. Verstehst du? Hey! Warte, ja. Oh, scheiße! Wer ist denn deine Ex? Scheiße. Ich hab. Puh, die Liste ist lang. Ich könnte dir auch so gut ein Telefonbuch überreichen. Ja, sag mal zwei so. Er hat erzählt, er hat dauerhaft was mit irgendeiner. Nancy und Nana? Nana war mal, Nancy ist gerade aktuell, wirklich? Scheiße. Nancy? Nein, oh was? Nein! Nancy! Damit meint er beide, oh nein! Wie, das heißt, er hat Dreier mit? Okay. Oh nein! Das würde auch erklären, wieso der andere Typ erzählt hat, dass er gesehen hat, wie ein, irgendwas von einem Seestern. Oh nein, ihre Spezialfertigkeit, oh nein! Hallo! Hallo. Peter, akzeptieren wir Wetten von außen? Nein. Ja, okay. Theoretisch können sie untereinander wetten, musst du dir überlegen. Ich habe keine Lust, jetzt darüber nachzudenken. Okay. Ich will die Bloten sehen. Dieser Kämpfer hier in der Ecke ist unser Kämpfer. Ah, okay. Das und der andere ist einfach, so... Ich bringe sie alle um. Okay, mach sie fertig. Beiß sie, kratze. Ich mach sie fertig. Ich fick euch, jeden Einzelnen. Ja, hallo? Du kommst vom Eingang, fang grad im Block. Nicht mehr. Okay, kommen wir nicht her, oder? Hey, stehen jetzt wieder vor der Tür, genau vor der Tür. Fahr hin, geh hin, unmaskiert und sag hier. Ich stehe ganz oben, ich sehe das nur von hier oben. Okay, was machen die? Die stehen vor der Tür, keiner ausgestiegen bis jetzt. Okay, wir können nicht mehr warten. Wir können nicht mehr warten. Geht mal, wir können nicht mehr warten. Ja, dann lass loslegen, komm. Bullen sind vor der Tür. Ja, dann, okay. Die sollen jetzt anfangen. Ich bin immer noch da. Los, fang an. Ja, dann komm mal her. Es geht los. Fight. Letzte überlebt. Fight. Gib ihm. Jetzt zwei Streifen. Komm mal her. Nee. Du solltest weg vom Zaun. Ihr seid freiwillig hier drinne, wenn die Bullen kommen. Von oben sind überall Knarren auf euch gerichtet. Warum die auch hier hinkommen? Ey, da kommen Bullen. Da ist drauf. Okay, da kommen einige. Oh! Lack, was schlägst du mich? Aua. Ja. Okay. Oh, guck mal, die Frau liegt schon. Also weg! Geil! Weg da. Hey! Ja, Bruder! Cops, kommt. Cop kommt rein. Einer kommt rein, den nehmen wir. Und wir haben einen Gewinner. Digga. Ihr müsst Medics, schick du mal am Telefon, schick du mal ein Dispatch und ruf an, dass hier drei Leute liegen, damit ja, ich auf jeden Fall. Ja, mach ich, alles klar, ciao. Ciao rein. Durchlaufen. Wir haben da hinten durch. Durchlaufen. Und wir haben ein Finale. Mitkommen. Ja. Mitkommen. Du musst, jetzt kommt der Finalkampf, wieder rein in den Käfig mit dir. Jetzt rein in den Käfig, behalt euch. Kommen Sie zu, Hannel. Heute ist euer Glückstag. Nehmt eure Hände nach unten und kämpft gegeneinander. Der Gewinner darf hier raus. Wer nicht kämpft, kriegt Schläge. Du, oberkörperfrei, rauskommen. Stell dich da zu den Tischen. Ihr kämpft jetzt. Gegeneinander, jetzt. Kämpf. Wenn du nicht kämpfst, schlag ich mit dem Hammer auf dich ein. Ihr kämpft vernünftig. Stopp, Blondie, aufhören. Kämpfst vernünftig gegen deinen Kollegen. Zwei Streifenwagen. Sonst tue ich. Kämpf einfach vernünftig. Sei ein Mann. Auf geht's, kämpfen. Das Hände abhauen. Runter, beide kämpfen. Zwei Streifenwagen. Das abhauen. Tür. Das abhauen. Zwei Streifenwagen vor der Tür. Das abhauen. Drei Streifenwagen. Hammer, komm, wir hauen ab. Wir hauen ab. Jetzt eng. Ich glaube, wir hauen ab. Wir haben ja Geiseln. Also es klappt. Das ist zwei.
du willst keine. Du willst Leute abholen, Digga. Es fehlen viel zu viele. Wir waren zu zweit. Wir waren zu zweit. Oh, ich hätte das Finale so gern gesehen, ja, Digga. Ja. Scheiße, wir sind so. Wir müssen halt jetzt abhauen, weil wir nicht wollen, dass die Bullen in einen Kampf geraten mit uns allen. Das wäre kacke, weil dann müssten alle sich. Es war jetzt zum Spaß gedacht und nicht darum, mit den Bullen eine Schießerei anzufangen oder so. Weil sonst wären da zu viele Gruppen auch auf einmal und so. Versteht ihr, was ich meine? Wäre doof. Würde das viel zu schnell sein. Da ist einer von uns. Pisst euch. Boah. Hol den. 50, wahrscheinlich auch die vermisste Person ist. Beifahrer. Jo. Das Ding ist, die können gar nicht zuordnen, wer was wie wo, so weißt du, Alter. Nee, das war aber geil. Ich hätte so gern gesehen, wie die Bullen gegeneinander gekämpft haben. Wer hat denn jetzt gewonnen? Okay, Digga, Selbstmordkommando, was macht er denn da? Wer hat gewonnen? Keiner, die haben aufgehört. Achso, nee, ich rede von den Kopf von unseren Leuten. Achso, der hinten links war. Der hinten links? Mit einem komischen Akzent. Ja, wir hatten auch nicht so. Das war meine. Easy. War perfekt, wie es war. Aber das war aber lecker. Das war cool. Man hat auch gemerkt, die hatten alle Lust. Das hat Spaß gemacht. Also das fand ich geil von allen Seiten gerade. War kein unnötiger Beef, die haben sich da geboxt. Die hatten auch, versteht ihr, also die hatten alle auch die Entscheidung, es nicht zu tun drin im Ring. Die hatten aber alle Bock. Keiner hat von denen, also die beiden Polizisten nicht, deswegen haben wir dann noch aufgehört. Weil ich finde das dann auch immer schwierig, wenn man zu doll zwingt. Aber es ist ja kein Zwing im Prinzip. Also ja, aber nein. Aber es war geil, weil die Leute Bock drauf.